Ja, also unser Projekt Komplexes, es war mehr oder weniger aus der Not entstanden, weil unsere erste Idee ist gescheitert, weil wir einfach mit der Hardware Scheiße gebaut haben, ganz einfach gesagt. Und ja, die zweite Idee haben wir dann einfach daraus gebaut, was wir so gesehen haben an Sensoren und Zeugs. Hat zwar auch lang gedauert, aber jetzt läuft es eigentlich. Das besteht aus einem Raspberry Pi, das ist ein Minicomputer, der läuft unter Linux, einem Mikrocontroller Arduino, dann einen Gassensor, der kann unter anderem Kohlenstoffmonoxid messen, Status-LEDs mehrere auf einem Steckbrett und die Funktionen sind im Prinzip, ja, der kann die Schadstoffe messen und dann ausgeben, ob was Gefährliches in der Luft ist, eine gefährliche Konzentration. Dann haben wir über den Ultraschallsensor, misst er noch Abstände und gibt es über drei verschiedene LEDs aus, je nachdem wie nah. Und dann noch über den Raspberry Pi lassen wir dann noch das WLAN, die Konnektivität laufen und es wird über eine RGB-LED ausgegeben. So, zur Weiterentwicklung haben wir uns noch gedacht, man könnte das mit einem 3D-Drucker ein Gehäuse dafür drucken. Das ging allerdings aus zeitlichem Aufwand nicht mehr. Und wenn man das dann noch so, man könnte das auch noch so weit komprimieren, dass man das in ein Armband packen könnte. Dafür hat man natürlich auch keine Zeit mehr, weil das war einfach, den Raspberry Pi und den Mikrocontroller da reinzubekommen, ist für uns einfach nicht so leicht möglich. Ja, gut, und dann zeigt ihr jetzt noch, wie das funktioniert. Ja. Also, dann fangen wir mal mit dem Gassensor an. Genau, das ist der Gassensor, der ist an den Arduino angeschlossen. Das ist ein analoges Signal. Der gibt dann einfach einen Wert zwischen 0 und 1023 aus. Egal welches Gas das ist, es kommt nur darauf an, ob ein gefährliches Gas in der Luft ist, in der Konzentration. Das können wir jetzt auch mal demonstrieren, wenn man da reinpustet. Dann fängt die eine LED an, leicht zu leuchten. Okay, das sieht man jetzt nicht. Das ist die ganz rechts im Normalfall. Aber die leuchtet, das sieht man da jetzt nicht. Ja, gut. dann machen wir noch weiter mit dem Ultraschallsensor. Der ist auch an den Arduino, allerdings gibt er ein digitales Signal aus, das man durch leichtes Umrechnen dann direkt die Entfernung rausbekommt. Die wird dann in die drei LEDs umgesetzt. Ja, genau. Und dann haben wir noch über den Raspberry Pi, haben wir dann noch das WLAN-Signal. Je nachdem, wie das WLAN-Signal ist, verändert sich dann die helle LED da von rot zu über blau zu grün. Ja, und jetzt haben wir gerade gutes WLAN, weil es grün ist. Genau. Thank you.